Plattwürmer sind heimtückische kleine Lebewesen. Besonders Hobbybotanikern dürfte dieses Tier immer mehr zu schaffen machen. Denn die gefräßigen Plattwürmer breiten sich zunehmend in Deutschland aus, wie t-online.de berichtet. Das Problem? Die gefräßigen Platyhelminthes, so der wissenschaftliche Name, haben keine natürlichen Fressfeinde. Während es vor einigen Jahren nur eine einzige Art war, die sich durch deutsche Blumenbeete buddelte, sind es dieses Mal gleich mehrere. Neben der Rückkehr des bekannten Obama Nungara sind auch Exemplare der Caenoplana variegata, diversi Bipalium, Multilineatum und auch der Strudelwurm Bipalium quevense gesichtet worden. Die Plattwürmer ernähren sich von Pflanzen und sogar anderen Tieren. Durch die große Auswahl können sich die Plagegeister nahezu uneingeschränkt vermehren. Gerade Schnecken und Regenwürmer landen laut einem Flyer der Schweizer Organisation Circle Exotique gerne auf der Speisekarte der Plattwürmer. Sehr zum Schaden der Gärtner.